Die Finanzkrise, die Eurokrise, die Immobilienkrise machen uns deutlich, dass das Spiel der Banken mitunter ein Spiel mit dem Feuer ist. Geschäfte im Dunkeln, Geschäfte mit dem Hunger, tödliche und klimafeindliche Investitionen lassen uns ahnen, warum ein Bankenwechsel manchmal angebracht sein kann. Überlegen Sie in diesem Gottesdienst oder auch danach mit uns, ob Sie jetzt die Kröten von der einen zur anderen Bank wandern lassen. Das Geld ist nicht alles. Das Geld ist alle. Das Ersparte bleibt uns nun erspart. Lohnt sich der Lohn? Halten die Gehälter? Verlieren wir die Verluste? Und finden wir uns ab mit ihren Abfindungen? Guten Tag, sehr geehrte Gemeinde. Mein Name ist Rainer B. Trug. Ich bin Investmentbanker und spreche zu Ihnen als Vertreter der Koalition systemrelevanter Banken. Unsere Gemeinschaft muss zusammenhalten und solidarisch sein. So wie Sie als Bürger der Bundesrepublik viele unserer Banken gerettet haben, als diese sich im globalen Finanzcasino ein wenig verzockt haben. So möchten wir Ihnen heute gern etwas von Ihren Steuergeldern zurückgeben. Nicht alles kann in Bonuszahlungen unserer Vorstände gesteckt werden. Am Informationstisch am Ausgang liegt Ihr Anteil für Sie bereit. Nicht nur mit einer Rückzahlung möchte ich Sie heute beglücken, sondern auch mit unserem Fachwissen. Wie Sie Ihr Geld bei uns mit todsicheren Investitionen vermehren können, zum Beispiel im Ausland versteuern. Gerade in Deutschland tragen Sie eine große Steuerlast. Unsere vermögenden Kunden wissen daher die Beratung in unseren Filialen zu schätzen. Versteuern Sie Ihre Einkünfte auf Zinserträge. Einfach auf der Insel Jersey, auf den Cayman Islands, auf den Bahamas oder in Delaware. Die Liste lässt sich fortsetzen. Wir beraten Sie da gern. Oder machen Sie Geschäfte mit Nahrungsmitteln. Die Nachfrage an Grundnahrungsmitteln in der Welt steigt stetig. Und genau da haben wir das richtige Investment. Spekulieren Sie mit uns auf einen Preisanstieg von Lebensmitteln. Wie das funktioniert, das erkläre ich Ihnen später. Bei diesem Geschäft können Sie nur gewinnen. Denn jeder hat Hunger. Im Moment haben fast 1 Milliarde Menschen auf der Welt Hunger. Und jeder muss sich etwas zu essen kaufen. Egal, wie stark der Preis steigt. Oder machen Sie einfach mit uns Geschäfte in der Atomwirtschaft und der Rüstung. Der Betreiber des japanischen Unglücks-AKW, TEPCO, hat 2002 von einigen unserer Partner, der Deutschen Bank, der WestLB und der ING DiBa, noch einen Kredit erhalten, trotz schon damals bekannter grober Verstöße gegen Sicherheitsauflagen. Wie Sie sehen, lassen wir unsere Partner nicht im Stich. Sie lassen uns doch auch nicht im Stich. Manche Kritiker monieren, dass wir Kredite auch an Hersteller international geächteter Munitionsgattungen vergeben. Ja, uns ist bewusst, dass Streubomben fast überall auf der Welt verboten sind. Und ja, uns ist auch bewusst, dass Uranmunition zu flächendeckender Kontamination führt, wenn sie eingesetzt wird. Aber wir sind nicht diejenigen, die sie einsetzen.
Wir sind nur diejenigen, die an der Produktion gewinnen. Kritiker meinen, wir würden durch unsere Investitionen an militärischen Konflikten profitieren. Aber wo Nachfrage ist, da ist auch Kapital. Und unsere Privatkunden profitieren auch davon. Denn wir wollen ihnen ja doch ein kostenloses Girokonto anbieten, praktisch überall Geld abheben können und kostenlos in unseren Filialen beraten zu werden. Das ist eine Leistung. Leistung, die Leidenschaft. Gemeinsam mehr Leichen, mehr erreichen. So, dann kommt mal mit. Gar nicht so sehr um die bösen Banken gehen und die mächtigen Finanzgiganten, sondern auch um uns und unsere Möglichkeiten, dem Missbrauch des Geldes entgegenzuwirken oder besser, den guten Gebrauch des Geldes zu befördern. Das Gleichnis Jesu, das ich eben gerade gelesen habe, soll uns dabei heute einige Impulse liefern. Zunächst geht es in dieser Geschichte um das Haben. Drei Personen, in diesem Falle Knechte, erhalten etwas aus dem Vermögen ihres Herrn. Der oder sie hat es anvertraut bekommen, für eine bestimmte Zeit, wenn es gut geht, vermehrt und in Wert gesteigert, aber irgendwann muss es weitergegeben werden oder zurückgegeben werden. Gott, so deuten wir die Geschichte, hinterlässt uns nicht nur eine Aufgabe, nämlich mit dem uns anvertrauten Gut verantwortlich umzugehen, sondern hinterlässt uns auch sein Vermögen. Das Land, die Rohstoffe, die Natur und die Kultur sind Werte, die keiner nur für sich besitzen kann, sondern die zum Nutzen aller gebraucht werden sollen. Ob wir nun viel oder wenig haben an materiellem oder geistlichem Gut, es wartet auf unseren guten Gebrauch. Und Lactantius sagt im 4. Jahrhundert, es ist äußerst ungerecht, mehr zu fordern, als man gegeben hat. So handeln, das ist seines Nächsten Ausbeuten und auf perfide Weise mit seiner Not spekulieren. Jesus bestätigt diese Haltung und sagte seinen Jüngern, vielmehr liebet eure Feinde und tut Gutes und leidet, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Dort zu helfen und zu leihen, zu unterstützen, wo Menschen verschuldet, unverschuldet in Not geraten, ist eine menschliche und gesellschaftliche Pflicht. Dagegen ist es eine perverse Verkehrung der Dinge, wenn mit der Not der Menschen Geld verdient wird. Nicht egoistische Ziele sollen und dürfen der Motor für Investitionen sein, sondern die Verantwortung für Gott und seine Schöpfung. Auf welche Weise investiert Ihre Bank in die Zukunft? Und wo setzen Sie Ihre Talente ein? Es gibt in Deutschland vier Banken, die nach klaren ethisch-ökologischen Kriterien arbeiten. Diese vier Banken arbeiten sehr transparent und haben klare Anlagekriterien. Wenn man bei solchen Banken wie den ethischen Banken oder den Kirchenbanken kein kostenloses Girokonto bekommt oder keine so hohe Rendite herausbekommt, dann ist es vielleicht auch ein Teil einer tieferen Wahrheit, die man heute aus dem Themengehalt anders wachsen schließen kann. Geld arbeitet nicht. Ein Mehrwert, ein Zins oder eine Rendite kann immer durch die Arbeit von Menschen oder aber durch die Ausbeutung von Natur erwirtschaftet werden. Was sicherlich auch bei Banken lohnt, nachzufragen und zu fragen, Moment mal, was macht ihr eigentlich mit meinem Geld? Denn wir sind auch der Auffassung, dass man durch Nachfragen in diesem System sehr viel bewirken kann
Darf's auch etwas mehr sein?